Stell dir mal vor, du hast einen Pinsel hinten an deinem Gesäß befestigt. Lass den Geräuschen freien Lauf. Hände in den Boden. Das überfordert mich. Nee, bleib. Hände nach vorne, bitte. Okay. So. Ah, hier, Bandmaschinen. Oder wie wir beim SWR sagen, Hightech. Ah, schau mal, wer hier so alles schon war. Ja, und jetzt ich. Ich winke mal. Ich glaube, ich habe gerade voll den Take versaut. Sehr unangenehm. Dieser Frau Bockmann verdutzt an. Er wusste gar nicht, wer diese Frau war und woher sie seine Schwester kannte. Aber er wusste, dass sie die Wahrheit sagte. Pause? Unfassbar unangepasster Moment, jetzt hier reinzuplatzen. Habe ich recht? Hallo. Hallo, Pierre. Hallo. Hallo, Pierre. Also, du bist schon fertig? Ja, ich habe jetzt mal fertig gemacht. Ja, aber nicht jetzt, nicht erst die Arbeit. Naja, ich habe jetzt wegen dir mal fertig gemacht. Das ist aber sehr, sehr nett. Vielen Dank. Aber du kannst natürlich noch das Buch zu Ende lesen. Wie viele Seiten hat das Buch? Nee, es hat noch ungefähr 60 Seiten. Das mache ich dann morgen weiter. Und wie viele Tage brauchst du für 60 Seiten? Einen. Also, 5 Stunden. Und sehe ich da eigentlich einen Hund? Ja, einen sehr scheuen Hund. Den darfst du leider nicht streicheln. Oh nein! Vielleicht am Ende unseres Treffens. Vielleicht kannst du sie dann mal streicheln. Aber eigentlich ist sie sehr... Sie ist nur mit der Familie ganz eng und sonst sehr scheu. Und ist das, weil sie wahrscheinlich ein geretteter Hund ist? Sie ist ein geretteter Hund oder eine halbe Katze. Wir sind uns nicht ganz sicher. Oh Gott, ich will sie so gerne streicheln, Heike. Ja, es wird vielleicht dazu kommen. Ja? Also wenn du nett zu mir bist. Ich bin immer nett. Ja, ja. Das merkt sie dann und dann wird sie dich auch... Was hast du gerade gelesen? Ein sehr schönes Buch. Holly im Himmel heißt es. Aber es gibt's noch nicht. Es ist sozusagen eine Erstvertonung und auch eine Erstveröffentlichung. Und meine Stimme passt anscheinend gut für Kinderbücher. Und, Ach, du kannst an sich so viel toll. Ah, danke. Du kannst eh toll singen. Gestern hast du ja gesungen in einem Film. Ja, gestern hast du gesehen? Ich war noch niemals in New York. Ja. Und ich habe das ja nicht erwartet. Und tatsächlich, dann fängst du plötzlich an zu singen und bewegst dich dabei. Und es ist so anmutig und wirklich beeindruckend. Toll. Dankeschön. Dankeschön. Aber das hat mir auch echt viel Freude gemacht, der Film. Das war ein Glücksfall für mich, weil es Spaß gemacht hat. Und sowas suchst du auch aus? Weil ich kann mir vorstellen, dass man manchmal auch denkt, jo, aber jetzt wäre auch mal wieder gut, wenn wieder Beschäftigung da ist. Jetzt auch gerade nach Corona, wo vielleicht auch alles ein bisschen ruhiger war. Ja, also ich finde es schön, dass du immer denkst, dass ich mir das alles aussuche. So geh ich davon aus. Ja, klar. Das ist leider gar nicht so, sondern man hofft auch so, dass andere einen aussuchen, zum Teil. Ne? Ja. Also zum Beispiel, ich war noch niemals in New York, das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern da bin ich zum Casting gegangen und habe gebibbert und gehofft und mich vorbereitet und Luftsprünge gemacht, als dann die Wahl auf mich fiel. Das war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, na okay, dann nehme ich halt dieses Musical. Weil ja. So, sondern es war schon ein großer Wunsch von mir. Und ja, also natürlich muss man, wenn wirklich das was ist, was wo man merkt, man kann sich gar nicht richtig einbringen, weil es sich nicht mit einem verbinden will, dann muss man auch Nein sagen und dann arbeitet man vielleicht auch mal eine Zeit lang nicht. Aber irgendwann muss man auch wieder arbeiten. Aber ja, muss man, ne? Das ist ja das Blöde. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dich mal kennenzulernen. Und mit dir jetzt, ich glaube, du gehst jetzt Yoga machen, denn du bist ja Yoga-Lehrerin. Das war mein Plan. Ich hatte mich auch gefreut zu wissen, dass du ja mitkommst. Ja. Ich freue mich übrigens sehr, dass ich dich kennenlerne. Du erinnerst dich nicht daran, dass du mich an meinen allerbesten Freund erinnerst. Ist das ein sehr, sehr gut aussehender, Virilität, pure Männlichkeit ausstrahlender Typ? So sieht's aus. Typ. Ja. So sieht's aus. Grüße an den. Ja, ja, Achim. Achim heißt er. Ich möchte fast ein Foto von Achim sehen, aber ich habe ein bisschen Angst davor auch. Ich zeig's dir nachher. Ja, bitte, ja. Ich möchte unbedingt ein Foto von Achim sehen. Und jetzt gehen wir erstmal los. Jetzt gehen wir los. Und bist du hier fertig? Soll ich noch was einsprechen? Irgendwie braucht ihr noch einen lustigen Zwerg oder so? Das könnte ich. Wir sind leider kein Hörspiel. Deshalb gerne ein andermal, aber wir kommen drauf zurück aufs Angebot. Sehr gerne.
So, du sagst an, wo es lang geht. Da lang. Da lang, okay. Da lang zum Yoga-Studio. Aber du bist also Yoga-Lehrerin. Und ist das was, was ich... Da, es darf sich nicht jeder Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin nennen. Ne? Ich nenne mich auch nicht Yoga-Lehrerin. Aber ich habe eine Ausbildung gemacht zur Yoga-Lehrerin. Aber das Ganze muss noch so weit vertieft werden, bis man sich meiner Meinung nach so nennen möchte, sollte. Und bis dahin praktiziere ich es einfach und ab und zu leite ich auch mal eine Stunde an. Und ist das auch, um vielleicht sogar eine Alternative zu haben, wenn man mal sagt, ich will das nicht mehr? Es ist eine Alternative zum Rumwarten, bis das nächste Drehbuch auf dem Tisch liegt. Okay. Du hast es vorhin gesagt, weil das ist nämlich hochinteressant. Und das muss man auch noch mal sagen, also das mit dem Casting, dass man sagt, Heike Makatsch geht doch nicht zu einem Casting, weil sie ist eine berühmte Schauspielerin und jeder weiß um die Qualitäten. Das ist normal. Also auch ein Bruce Willis ging zu einem Casting und so. Ne? Ja, also ich habe gar nichts gegen Castings, weil ich sehr den Hintergrund eines Castings verstehen kann. Ne, man muss ja sehen, komme ich mit dem Regisseur klar? Habe ich vielleicht genau das, was diese Rolle braucht? Oder muss sie eigentlich eher, weiß ich nicht, dunkelhaarig sein oder jünger oder gut, älter? Ja, genau. Also das sollte jetzt nur stellvertretend sein für ein anderer Typ, ein anderer, vielleicht jetzt gar nicht was mit Talent zu tun, sondern auch zum Teil einfach mit einer Typfrage. Und natürlich auch, wie komme ich mit meinem Partner klar? Ist da die richtige Chemie zu finden und so? Und dafür braucht man halt ein Casting. Und was, wenn nicht? Kann man das wegspielen, wenn man sich nicht mag? Du hast tatsächlich. Ja? Tatsächlich. Ich gehe auf die Seite, oder? Sie möchte ich, ist immer das meine dahin. Schokoladenseite? Nee, weil sie immer dahin möchte, dachte ich. Wahrscheinlich will sie jetzt dann dahin. Du hast nur Schokoladenseiten. Nee, aber tatsächlich wurden mir schon unheimlich ein gutes Zusammenspiel attestiert mit Kollegen, mit denen ich mich nicht so gut verstanden habe. Aha. Ja. Das weiß man nicht so genau, wie das nachher wirkt. Es gibt ja auch Momente, wo man vielleicht sogar fast besser spielt mit einem Kreuz, was irgendwo an eine Wand angeheftet wurde, um dir einen Blickpunkt zu geben. Da kann man manchmal noch emotionaler spielen als mit einem Menschen, weil man all die Emotionen da rein projizieren kann. Interessant. Genau, das ist mir mal passiert. Da weiß ich noch, da hatte ich diese eine einzige Szene in Love Actually mit Hugh Grant. Ja, viele hassen dich auch für Love Actually. Genau. Ja, genau. Most hated character in English Cinema. Auf jeden Fall. Und Hugh Grant kommt halt zur Tür, klingelt. Ich mache die Tür auf, sag Mr. Prime Minister oder was er da war. Ne? Ja, er war der Prime Minister. Und dann haben sie halt die Einstellung auf mich gedreht. Und danach wurde umgedreht auf ihn. Und dann hat er gesagt, ich könnte jetzt nach Hause gehen. Und ich habe gesagt, aber ich spiele dann noch an. Er so, nee, brauchst du nicht. Das ist ein Profi. Profi. Ich habe gedacht, okay, er spielt also lieber mit dem Kreuz, was wir dahin gemacht haben, als mit mir. Aber liegt es daran, dass er dich nicht leiden konnte, dass er deine Anwesenheit unangenehm fand oder dass er dir einfach den Feierabend gönnen wollte? Nee, ich glaube, es lag daran, dass er in seinem Timing und wie er es spielen möchte, freiere Bahn hat, wenn da nicht jemand steht und ihm das irgendwie mit einem Blick, den er nicht braucht oder so, versaut. Du hast die goldenen Zeiten auch des Privatfernsehens ja miterlebt und dann aber auch des Kinos, des deutschen Films. So, das hat sich verändert. Wo merkt man das am meisten? Naja, also man hat das Gefühl, dass sehr viele mehr Serien gedreht werden. Ja. Und ansonsten, einen Tatort, den dreht man halt in 21, 22 Tagen. Das war früher, waren es auf jeden Fall 28 Tage. Das wird jetzt dem Zuschauer nicht so viel sagen, was diese 6 Tage mehr oder weniger bedeuten. Aber sie bedeuten einfach eigentlich pro Tag dann 3 Stunden länger Arbeit. Ja. Aber darum geht es gar nicht so sehr, sondern es geht halt eher darum, dass natürlich die Atmosphäre am Set dadurch weniger, also ich will jetzt ja auch nicht so rumnölen, aber ein bisschen unkreativer wird, weil man kann nicht mehr so viel ausprobieren, man kann sich nicht mehr so viel Zeit lassen, man kann nicht so viel in die Tonne hauen. Es muss eigentlich sofort sitzen. Aber es ist auch von Projekt zu Projekt unterschiedlich natürlich. Also Tatort ist ja so ein, für viele SchauspielerInnen ist ja so ein, das macht man auf jeden Fall. Ich glaube, viele machen das auch gar nicht so sehr wegen des Inhaltlichen und sagen, das ist ein Ritterschlag, sondern viele sagen auch, das ist einfach ein sicherer Job.
da gibt es einfach viele davon. Ne? Ja. Und das hat man dann eine Weile und so. Was war denn bei dir die erste Reaktion? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht auch von künstlerischer Sicht sagt, ich bin jetzt gar nicht mal so begeistert, Tatort machen zu können. Naja, man hat halt die Hoffnung, dass man vielleicht sich mit einbringen kann in den Tatort. Dass man vielleicht mitgestalten kann, was für eine Art von Tatort es wird. Also das ist schon was Besonderes, was man halt bei anderen Filmen, die werden halt einfach an einen rangetragen und dann ist man Schauspieler. Hier ist man noch ein bisschen mehr auch Geistgeber. Und aber gewollt, Spirit. Weil ich kann mir vorstellen, dass für einen Regisseur oder einen Drehbuchautor das auch der ganz schöne Horror sein kann, wenn das Hauptcast oder die Hauptdarstellerin in dem Fall sagt, ich sehe es aber ein bisschen anders, ich fühle es noch nicht. Also ich finde, Sie sollten es als Geschenk sehen. Ja. Ich bin da schon meinungsstark und hab da viel zu geben, sage ich mal so. Ja. Ich weiß nicht, ob das immer so geliebt wird, aber es ist wirklich, kommt vom besten Ort her bei mir. Es kommt nicht aus Eitelkeit oder weil ich mir denke, könnte man nicht noch ein bisschen mehr für meine Figur tun, sondern es geht wirklich mir darum, könnte man nicht noch ein bisschen mehr für den Film tun. Ja. Und insofern denke ich, es ist eigentlich ein konstruktiver Beitrag. Absolut, klar. Ich glaube schon langsam, mein Eindruck ist, sie gewöhnt sich an mich und ich glaube, jetzt will sie mich streichen. Aber jetzt... jetzt willst du nicht mehr. Jetzt bin ich auch nicht so einfach zu haben. Ja, aber guck mal, sie will schon zwischen uns laufen. Siehst du? Ich habe mich jetzt nämlich interessant gemacht. Aber nein, so einfach kriegst du mich nicht. Was machst du eigentlich, wenn du nicht drehst? Also man hat ja dann immer so... richtig krasse, tighte Zeitpläne, wenn man dreht. Aber dann ist dann auch mal plötzlich wieder ein paar Wochen frei, so, ne? Ja. Was machst du da? Also, ich bin eigentlich jemand, der dann sofort anfängt zu überlegen, okay, wie kann ich selber Dinge anstoßen? Ne? Mhm. Weil man ja als Schauspieler doch sehr abhängig ist von dem Gusto Dritter. Fange ich dann an und überlege mir, wie könnte ich sozusagen mein Schicksal ein bisschen mehr in die Hand nehmen, selber? Was könnte ich vielleicht selber schreiben oder mit anstoßen? Yoga-Lehrerin werden zum Beispiel. Das war in der Corona-Zeit, wo man jetzt so gar nicht wusste, wie geht's weiter. Habe ich gedacht, ich würde gerne was lernen, ich würde die Zeit irgendwie für mich gerne nutzen. Ich möchte gerne nicht auf der Stelle stehen und warten. Und das erfüllt mich dann, so zu wissen, da passiert noch was, da gehen Horizonte noch mal auf, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass die noch in meinem Leben vorkommen können. Aber ich mache auch sehr gerne Spaziergänge mit meinem Hund oder Butterbrote für die Schule meiner Kinder, also für meine Kinder in der Schule. Und Wäsche und Haushalt und all das weiß ja jede gute Hausfrau, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen kann. Und das macht langweilt man sich nicht. Personal für? Nee. Ja, viele haben da naja, so... Na gut, es kommt jemand, der hilft mir einmal in der Woche. Ja. Also ich bin jetzt nicht die Ordentlichste. Sagen wir mal so. Du bist nicht die Ordentlichste? Nee, ich bin nicht ordentlich. Control-Freak, ja. Ordentlich, nein. Was heißt das in... Also das heißt, wenn deine Kinder... Kinder haben ja gerne auch mal die Angewohnheit, auch nicht ordentlich zu sein. Und dann kriegen sie den Satz zu hören, räum bitte dein Zimmer auf. Wenn man natürlich selber kein gutes Vorbild ist, weil das eigene Zimmer nicht aufgeräumt ist, darf man das ja gar nicht sagen. Ne? Da sagen die zu da dir. Ist dein auf. Finger genau in die Wunde gelegt. Sorry. Genau so ist es. Ich sage, räumt mal euer Zimmer auf und die sagen, pff. Ja, genau. Und ich sage, ja, ihr habt ja recht. Ich kann's auch nicht. Ja. Hast du den Eindruck, dass es Männer manchmal leichter hatten? Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an so eine Zeit wie damals bei Viva, wo vieles von dem, was wir heute Gott sei Dank öffentlich besprechen, nie ein Thema war. Also ich hatte es da total leicht. Ja? Ja. Gut. Aber das ist auch eine Charakterfrage. Deswegen waren wir, das war doch diese ganze Girly-Situation, die ich ja damals irgendwie auch nicht mir überstülpen lassen wollte. Aber was einem da ja sozusagen unterstellt wurde, war, dass man halt dieses neue Selbstbewusstsein hat, dass man eben sich das vom jungen Mann nimmt, was man braucht, aber ansonsten einfach das macht, was man will als junge Frau oder so. Und
wahrscheinlich habe ich dieses Lebensgefühl damals irgendwie teilweise in mir getragen, ohne dass ich mir da jetzt das zurechtgelegt hatte. Und so war das. Also ich hatte da viel Spaß bei Viva und hatte es sehr leicht. Und habe da zwischen Mann und Frau für mich nicht unterschieden. Absolut richtig so, finde ich. Das ist eine gute Herangehensweise. Ja. Manchmal habe ich aber vielleicht den Feminismus und die Emanzipation, die noch sehr viel Unterstützung brauchte und braucht, als nicht so wichtig angesehen, wie ich hätte es vielleicht als Schwester meiner Schwestern tun sollen. Du meinst in der Unterstützung von anderen, weil du selbst hast ja, gerade so wie ich es jetzt verstanden habe, eigentlicher Feminismus gelebt, ohne es sozusagen zu labeln. Also. So habe ich es von mir gedacht, aber vielleicht war das ein bisschen jugendlich gedacht. Und hast du es im Umfeld mitbekommen? Also ich kenne so viele Kolleginnen auch, die erzählen schon hin und wieder, das war eine andere Zeit. Also da gab es auch Sprüche, für die würde man heute mindestens einen Spiegelartikel ernten. So, hast du sowas von anderen dann mitbekommen? Wenig, aber ich habe ja mal mit Dieter Wehle gearbeitet. Oh ja. Wollen wir nicht mal ein Eis essen? Wieso heißt du eigentlich Pierre? Hast du französische Wurzeln? Nee, die Eltern sauften einfach gerne Rotwein. Ich glaube, das war der Grund. Ich glaube, so einfach. Und wir leben ja grenznah im Südwesten, am Elsass. Und dann haben wir ein bisschen die französische Kultur. Das stimmt. Ja. Ist Heike ein Name, den man ausgesucht hat, weil viele einfach, weil das so, die Heike ist weil ja der keiner diesen Namen haben wollte. Nee, und dann haben sie gesagt, dann kriegst du den. Ja, aber es ist so ein klassischer. So wie Stefan, Tobias, Christine. Meine Eltern sind eigentlich nicht so... So fantasielos würde ich sie eigentlich gar nicht sehen. Ich glaube, es war so. Ich kann es dir ungefähr erklären. Weil Heike ist wirklich, jetzt, alle Heikes da draußen, wir sind irgendwie gemeinsame Leidensgenossinnen. Und es ist jetzt nichts gegen euren Namen. Ich trage ihn ja auch mit Würde. Aber er ist nicht ein Name, den ich mir ausgesucht hätte. Sagen geteiltes Leid. Ja, genau. Geteiltes Leid. Und meine Mutter war junge Lehrerin und hatte wohl ein sehr, sehr entzückendes Mädchen in der Klasse, die hatte rote Haare, grüne Augen. So erzählt sie es mir immer, wenn ich zu ihr wieder sage, wieso habt ihr mich Heike genannt? Ja, Heike, du konntest es dir nicht vorstellen. Wir bereuen es auch mittlerweile. Weil Heike ist heute in der CSU. Aber das nicht unbedingt. Aber dieses Mädchen, rothaarig, grüne Augen, hieß Heike und hat meine Mutter verzaubert. Und sie sagten immer, diesen Namen kann man wenigstens nicht verhunzen, also abkürzen oder so. Hast du Spitznamen gehabt? Nee. Das ist ja schon mal eingetreten, ja. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig total der Druck. Dann hast du ja immer sozusagen dieses ikonische Bild von dem rothaarigen, grünäugigen Mädchen, dessen sozusagen Qualität du auch bieten musst als die neue Heike. Soweit habe ich mit meinem Therapeuten so noch nie besprochen. Ich glaube, das werde ich mal mit in die nächste Stunde tragen. Ich möchte jetzt so gerne diese Heike kennenlernen, diese andere Heike, wie die wohl heute ist. Ja, vielleicht fühlt sie sich jetzt angesprochen. Ja, grünäugiges, rothaariges Heike-Mädchen. Wo müssen Melde wir jetzt dich. Lang? Keine Ahnung. Gehen wir uns als erstes mal in einen Schneidersitz. Du hast doch Schneider gelernt. Deswegen kannst du das so gut. Das stimmt. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe auch so immer nur genäht im Schneidersitz. Ja. Gut wäre, hätten wir auch noch eine ordentlich gefaltete Decke, auf die du dich setzen könntest, um den unteren Rücken etwas mehr Raum zu geben. Aber da wir jetzt gerade in einem Behelfs-Yoga-Studio sind. Ja, wir sind. Ich habe eben noch gedacht, so stelle ich mir das Berghain vor. Ich warte, bis irgendein DJ kommt und eine Dose Würstchen aufmacht und ich Angst kriege. Ja, deswegen dürfen wir jetzt auch nicht mehr so lange machen, weil hier geht es bald los, der Betrieb. So. Genau, also komm in den Schneidersitz oder in den Fersensitz. Jawohl. Leg deine Hände ganz locker auf deine Knie und schließ die Augen. Zieh die Sinne nach innen. Komm ganz hier auf deiner Matte an und beobachte jetzt einmal deinen Atem. Spür, wie die kalte Luft an deinen Nasenflügeln vorbei
in dich hineinströmt. Mit der Einatmung breite dich aus. Mit der Ausatmung werde ganz schwer. Verbinde dich mit der Erde. Bringe jetzt deine Hände vors Herz und öffne deine Augen. Nee, so. Ach so. Viele in diesem Fernsehgewerbe müssen erst mal gucken, wo das Herz ist. Ja, das stimmt. Oh, war das nochmal? Bring das. So. Genau, in Namaste. Und etabliere jetzt den Ujjayi-Atem. Der Ujjayi-Atem ist der Meeresrauschen-Atem. Und den erzeugt man, indem man seine Stimmritzen verengt. So, als würdest du einen Spiegel anhauchen. Richtig. Und das Ganze jetzt mit geschlossenem Mund. Jetzt spürst du, dass du den Atem so besser führen kannst, verlängern kannst. Du meisterst den Atem. Nutze diesen Atem, um die jetzt folgenden Bewegungen zu einer dynamischen Meditation werden zu lassen. Wir synchronisieren Atem und Bewegung. Mit der nächsten Einatmung öffne die Arme über die Seite nach oben. Und ausatmen, Hände wieder vors Herz. Das klingt ein bisschen gruselig auch, ne? Wie Darth Vader ein bisschen. Ja, schon. So, jetzt kommen wir in den Vierfüßlerstand. Komm. Coming to get you. Vierfüßler? So, dann stell dir mal vor, du hast einen Pinsel hinten an deinem Gesäß befestigt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, die Sache mit dem Pinsel. Jetzt fängst du an, okay, gut, ja. Erst mit kleinen Kreisen, jetzt die Kamera bitte zu Pierre, nicht zu mir. erst mit kleinen Kreisen und lässt dann die Kreise immer größer werden. Schiebst dich mit der Einatmung mit den Händen von der Matte weg und mit der Ausatmung schiebst du das Gesäß nach hinten, große Kreise. Das ist jetzt so eine Situation, da könnten die engen Hosen auch zum peinlichen Verhängnis werden, ja, nicht wahr? Oder genau richtig sein. Mhm. Und den Atem immer lauter rauschen lassen, die Bewegungen immer größer werden lassen. Atme überall dorthin, wo es sich für dich jetzt noch eng und verspannt anfühlt. Genau. Lass den Geräuschen freien Lauf. Und dann lass die Kreise wieder kleiner werden. Komm wieder in deinen Vierfüßler. Und jetzt streck dein rechtes Bein nach rechts aus. Oh Gott. Twister! Mit der nächsten Einatmung öffnest du mit dem rechten Arm. Mit dem rechten Arm. Ach so, das ist ja gar nicht der rechte. Entschuldigung. Ich habe vergessen zu sagen, du hast es mit einem Idioten zu tun. Das hätte man dir vorher sagen. Links-rechts-Legastheniker? Ja, ich bin einfach ein Idiot. Ich bin auch ein Links-rechts-Legastheniker. Das ist manchmal ein Problem. So, und jetzt genieße diese Weite ganz genau. Richtig, bleib. Wunderbar. Sie nicht. Einatmen hier. Und ausatmen. Siehst du, was da noch alles möglich ist? Ja. Nee. Raus. Hände in den Boden. Das überfordert mich. Nee, bleib. Hände nach vorne bitte. Okay. So, Kopf locker nach unten hängen lassen. Nacken ganz locker. Schultern weg von den Ohren. Und hier rollst du dich Wirbel für Wirbel in den Stand. Wunderbar. Ich würde einen Espresso nehmen. Na, gut. Machen wir. Mamas Tee. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Das ist toll. Das ist wirklich gut. Heike, ich gehe nicht, bevor du mir nicht ein Bild von Achim gezeigt Achim. Hast. Weil jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Achim, der gute Freund von dir, dem ich so ähnlich sehe, ich möchte jetzt wissen, ist es ein Kompliment, so auszusehen wie Achim? Oder? Ich sehe es absolut als Kompliment. Ja. Da. Das bist doch du. Ja, bin ich. Also da bin ich wirklich. Und ich muss wirklich sagen, Streifen stehen mir sehr gut. Danke.
Guck mal, da ist er. Ach, er? Ja. Also, das ist echt, also ich bin froh. Achim, weder du noch ich wurden gerade beleidigt. Bitte grüß ihn ganz herzlich. Hier nochmal, ne? Aber tatsächlich ist eine Ähnlichkeit da. Eine Ähnlichkeit da, ja. Oder? Wie alt ist Achim auf dem Foto? Ja, da sind wir ungefähr so, ich würde sagen 22, 23. Aber du meintest damit schon, dass ich heute mit 45 aussehe wie Achim mit 22. Ja, natürlich. So. Und das macht das Yoga mit einem. Genau, ein Jungbrunnen ist das. So, endlich haben wir gefunden. Vielen Dank, das war, hast du gerade gehört, wie sich meine Stimme überschlagen hat? Ja, das ist auch, das, du bist total euphorisch. Ja, ich bin euphorisch und gelöst zugleich. Und ich glaube, ich fahre in diesem Outfit im ECE zurück nach Hause. Weil es bequem ist. Das ist wie beim, wenn ihr fliegt, sie hatte Jogging. Ah, das ist einfach gemütlicher. Ich glaube, so würde dich Karlsruhe gerne empfangen. Ja. Er war in Berlin. Ja, das stimmt. Ich lasse mir jetzt noch so ein Oberlippenbärtchen und eine Fukuhila wachsen. Danke. Ja, ich danke dir. Das war sehr schön. Darf ich dich umarmen oder ist das... machen wir. Unter Yogis. Ja, klar. Und jetzt noch ganz abschließend. Lässt du dich einmal streichen? Einmal, bitte. Komm, das würde diesen magischen... Okay, du hast an meinem Zeigefinger gerochen und ich lasse das als Streicheln durchgehen. Ja, es ist für sie sehr, sehr viel gewesen. Ja, verstehe ich. Also Leute, wenn ihr das jetzt gemocht habt, was Pierre und ich zusammen hier gemacht haben, diese Kurzstrecke, dann habt ihr Glück gehabt, denn es gibt noch ganz viele andere Kurzstrecken. Und man kann sogar den Kanal abonnieren. Und man kann es sogar auf der ARD-Mediathek anschauen. Mhm. Und man kann es sogar kommentieren. Also positiv. Ups, nur positiv. Ja, nur positiv. Und man kann es liken. Liken. Daumen ja. hoch. Man kann eigentlich alles machen, außer diesen Hund streicheln. Das ist verboten. Nur ich kann das. Ja.